Guten Morgen, Ingo. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht's dir heute? Und bis jetzt bin ich noch total entspannt. Ich habe mich vorbereitet, habe mir meine Setkarten fertiggelegt und so und alles wird gut. Muss dazu sagen, du moderierst heute, ne? Ach so, ja, Entschuldigung. Nee, das mache ich ja dann, ist ja kein Problem. Dafür bin ich da. Bist du denn noch aufgeregt bei sowas? Du hast es ja schon mega oft gemacht eigentlich, oder? Ja, ich habe das schon x-mal gemacht, aber so ein bisschen Aufregung gehört dazu und ich finde, das ist auch so dem Respekt geschuldet, ne? Weil so eine Ansage macht, das hängt auch mal ab. Wie ist das Publikum? Sind die dicht an der Bühne dran? Hängt von den Conventions immer ab. Du hast einige Conventions, die halt echt ultra groß sind. Dann sind die Leute immer weit weg von der Bühne. Wenn du dann mit denen interagieren willst, ist es dann ein bisschen schwieriger. Oder was halt schön ist, zum Beispiel in Schweinfurt auf der Convention, da haben die die Bierbänke direkt davor. Das heißt, die Leute sitzen direkt vor der Bühne. Du hast halt immer jemanden, den du abgreifen kannst und spielst dich so ins Leere. Ja. Und ist halt auch eigentlich fast schöner, wenn du zu zweit moderierst, weil wenn dann mal keiner da ist, kannst du dich halt gegenseitig ein bisschen anpaulen, kannst ein bisschen Blödsinn machen oder so. Das ist immer ganz cool. Wenn du alleine machst, ist immer nochmal eine andere Ansage. Jetzt sind natürlich diese Woche auch noch ein paar Gäste da, die mich persönlich ja nicht nervös machen, aber wo ich Respekt vor habe, was ich halt toll finde, Erik Stehfest ist halt für mich halt echt ein toller Mensch, der spielt sehr toll und bin ich echt gespannt drauf. Man hat da noch eine geile Backstory, ne? Bist du denn heute alleine moderieren oder nicht? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Also soweit ich weiß, bis dato bin ich alleine auf der Bühne. Aber da unten lungern genug Leute rum, die ich mir dann zwischendurch abgreife, dann mal ganz kurz auf die Bühne ziehe. Das ist ja der Vorteil, den ich habe. Ach echt, da hast du so freie Hand? Ja, ja, da kann ich ja mal was sicher. Der Bobbis ist ja hier und Nico ist hier und die greife ich mir dann zwischendurch ab. Die machen kleine Interviews oder so. Ja. Dann kann man ein bisschen Filling machen zwischendurch und so. Ja. Das passt dann. Und ansonsten steht aber auf deinen Karten schon, was du ansprechen sollst. Und das hast du aber schon alles verinnerlicht. Ja, das liegt alles vorne und ist vorbereitet. Habe ich auch vorher schon gemacht und ich gehe ungern unvorbereitet her. Ich bin halt, also das liegt vielleicht an meiner beruflichen Laufbahn oder meinem beruflichen Werdegang. Ich komme ja aus der Luftfahrt. Ich bin. So, was? Jemand tot oder geht's? Ich glaube, es ist jemand umgefallen. Es hat keiner nach Hilfe geschrien, also machen wir mal weiter. Ich bin eigentlich Triebwerktechniker. Ich habe 16 Jahre in der Luftfahrt gearbeitet, ich habe 4 Jahre Kampfjets gebaut, also die Triebwerke für die Kampfjets und dann 12 Jahre in der zivilen Luftfahrt und dieser, ich sag mal, Pedantismus, der aus... Da muss man sehr minutiös sein, ne? Der daraus resultiert, den übertrage ich natürlich sonst auch in meinem Berufsleben. Ich bin zu Hause privat gerne chaotisch, aber so was beruflich angeht, da habe ich schon so, wenn das nicht so ist, wie ich das haben will, dann werde ich auch schon gerne mal ein bisschen zickig. Und was ist für dich angenehmer zum Vorbereiten? Sowas wie, wenn du auf der Bühne stehst und auch so ein bisschen freier sein kannst, aber natürlich ein bisschen eine Richtlinie hast? Oder sowas, wenn du wirklich Texte auswendig lernen musst, wie bei der Köln? Texte auswendig lernen ist für mich die Hölle. Ja. Ich hasse das wie die Pest. Das ist so, ja, so ein Trauma aus meiner Kindheit. Wir hatten so ein Deutschlehrer und da mussten wir immer irgendwelche Gedichte auswendig lernen. Und das war nicht nur auswendig lernen, sondern wir mussten auch immer vorne neben den Lehrerpult und zur ganzen Klasse das vortragen. Und das habe ich grundsätzlich verkackt. Also ich sag mal, ich mache jetzt... auch immer den Trocheus richtig betonen. Ja, ja, da bist du völlig raus. Das ist halt überhaupt nicht meine Baustelle gewesen und niemals gewesen, weil auswendig lernen war gar nicht meins. Und dadurch resultierend auch, habe ich ganz lange ganz viel Angst davor, vor Publikum zu reden. Auf der Bühne, ging für mich gar nicht. Also wenn du mich vor 6, 7 Jahren gefragt hättest, ob ich mich auf eine Bühne stelle und moderiere, ich gesagt, das ist Knall im Kopf, auf gar keinen. Hättest du dich denn zu mir gesetzt? Das wäre was anderes. Aber das war so, nee, ging für mich gar nicht. Ist auch erst durch die Fernsehserie gewachsen, ja. Durchs Schauspielcoaching, durchs Vocalcoaching, dass du halt dann eine Selbstsicherheit hast. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay. Wie kam das denn damals? Bist du da, also hast du überlegt, ich mache das und hast dann damit angefangen oder haben die dich angesprochen? Das war tatsächlich wirklich ein ganz dummer Zufall. Ich habe nebenbei so ein bisschen gemodelt. Also was weiß ich, für so ein Arbeitsklamottenlabel, ich habe für EMP was gemacht, für Artworks Merchandising, die ja für EMP produzieren. Und hatte dann eine Setcard in der Modelkartei. So, hat irgendwie, glaube ich, fast jeder, der irgendwie mit ein bisschen Model zu tun gehabt hat, da schon mal so ein Ding gehabt. Und ein Headhunter von Filmpool schrieb mich an und fragte, ob ich Bock hätte auf ein Casting. Die machen ja immer diese großen Allgemeincasting. Und dann habe ich denen das erst abgesagt, das erste Casting, weil ich gearbeitet habe. Dann war ein Monat später bei einem hamburgischen Casting, habe ich auch abgesagt. Und im Dezember 2011 bin ich dann in Berlin gewesen, weil zu der Zeit habe ich für eine Firma in Berlin gearbeitet, für MTU. Und dann habe ich gesagt, wie sieht's aus, kann ich vorbeikommen zum Casting? Ja, sagte der, alles klar, komm mal rum. So, und dann bin ich da zum ersten Casting und die Casterin nachher so, was hast du denn vorher gemacht? Ich sage, ja nichts, ich habe damit nichts zu tun gehabt. Weil ich hatte es, warum auch immer ich es geschafft habe, ich habe da halt am Ende des Castings gesessen und habe so gezittert und hatte Tränen in den Augen. Und sie fand das halt total klasse, weil ich sehe halt nicht danach aus. So. Und
Den müssen wir nehmen, der ist ein nervliches Wrack. So, und ich sage, du, ich habe nicht mal Theater gehen in der Schule gehabt, gar nichts, ne? Ja, fand die total geil. Dann kriegte ich im Januar 2012 einen Anruf. Da saß ich allerdings auf einer schottischen Bohrinsel, also konnten die mich nicht erreichen. Haben mir eine E-Mail geschrieben, wir haben versucht, dich telefonisch zu erreichen, wir kriegen dich nicht. Wir würden dich gerne zu einem zweiten Casting einladen. Dann bin ich nach Köln gefahren, Ende Januar, habe das zweite Casting gemacht und da hieß es schon, ja, wir wollen eine neue Serie machen mit zwei Brüdern, die sich um eine Bar streiten oder die zwei Bars haben und sich bekriegen. Das war so der Grundgedanke für die Serie ursprünglich. Dann habe ich das zweite Casting gemacht, bin nach Hause gefahren, dann war wieder nichts. Ich denke, na gut, hat sich erledigt. Dann kriege ich im Februar eine E-Mail. Kannst du bitte 3 Tage nach Köln kommen? Wir wollen das Mood Tape drehen. Mood Tape ist so ein 20-Minuten-Trailer, wo so die Grundstory und die Grundcharaktere vorgestellt werden. 3 Tage die Nummer da gemacht. Oh, war ganz lustig. Habe ich die Leute alle kennengelernt. Also auch so der Hauptcast, der dann in der ersten Staffel mit drin war. Rolle Maike, Jan, lalala, alle, was so dabei war in der ersten Staffel. Und dann war wieder nichts. Ich denke, na gut. War wohl nicht. Hat der Sender wohl keinen Bock drauf. April kriege ich einen Anruf. Kannst du bitte Woche nach Köln kommen? Wir wollen den Piloten drehen. Ich denke, okay. So, dann bin ich im April nach Köln runter. Wir haben eine Woche den Piloten gedreht. Und im Juni oder Juli, muss ich lügen, kriege ich einen Anruf. Kannst du bitte nach Köln kommen? Wir wollen Verträge verhandeln. Ich so, Alter, Verträge verhandeln? Ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, 5 Bewerbungen geschrieben. 3 davon für meine erste Ausbildung. Dann eine Bewerbung bei der Bundeswehr, weil ich nach meiner Ausbildung zur Bundeswehr gewechselt habe und nachher Bundeswehr in die Firma, wo ich dann gewesen bin. Ja. Das wurde. So. Und da war ich in der Firma, war ich dann 12 Jahre. Oh. Aber musstest du den Job dafür komplett aufgeben zeitlich? Ging ja gar nicht dann. Ging gar nicht, weil wir halt, wir drehen zwischen, je nachdem wie es läuft, 30 bis 50 Stunden die Woche. So, und dann war die erste Staffel, war angesetzt für 7 Monate. Und dann habe ich da unten die Vertragsverhandlung, wie gesagt, und ja, das Angebot war fett. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich mit meiner Frau reden. Oh, bin ich nach Hause? Ich sage, Schätzelein, die bieten mir das und das für 6 Monate an. Nee, für 7. Ich sage, was machen wir jetzt? Aber das war ja auch nicht klar, ob du dann wieder zurück kannst in deinen alten Job wahrscheinlich, ja, oder? Ja, doch, das Ding ist halt das, du musst für diese ganze Triebwerkkram, das was alles, was ich gemacht habe, ich habe auf der Bohrinsel gearbeitet, musst du immer Lizenzen machen. Das heißt, du musst, wenn du im, was ich, die Nordsee zum Beispiel ist ja aufgeteilt in den britischen Sektor, dänischen Sektor, den norwegischen Sektor, wo dann die Bohrinseln von den jeweiligen Ländern stehen. Und du musst für jeden Sektor eine Lizenz machen, also so eine Sicherheitslizenz, damit du da hin kannst. Dann machst du für jede Ölproduktionsfirma, es gibt ja, weiß ich, Statoil, ConocoPhillips, bla bla bla, die unterschiedlichen Firmen, da musst du nochmal denen ihre Sicherheitsstandards erfüllen und dann für jede einzelne Plattform auch nochmal. Plus deine Triebwerkslizenzen für die unterschiedlichen Triebwerke, also so alle Lizenzen roundabout, die ich in der Tasche hatte, waren so $150.000 wert, die meine alte Firma bezahlt hatte, die aber auf mich persönlich gemünzt sind. Das heißt, ich hätte mit den Lizenzen auch zu jeder anderen Firma gehen können. Und meine waren gerade fresh, also 1 Jahr gültig. Und der Vertrag, der erste, lief 7 Monate. Da war das Risiko relativ gering. Ich hätte also zu einer anderen Firma mit den Lizenzen in der Tasche gehen können, mit den Qualifikationen. Die hätten gesagt, Alter, schön, wir haben uns 150 Mille bespart. War es überall also sehr gefragt. Das war gerade, war optimal für mich. So die Voraussetzung war halt relativ, das Restrisiko war gering. Ja, aber dann lief das Ding ja von vornherein so fett, dass es überhaupt über nichts eine Diskussion gab. Und ich habe gerade einen neuen Vertrag unterschrieben für noch 253 Folgen. Also K50 für noch ein Jahr ist safe. Achso, du nennst das K50, so Abkürzung quasi. Das ist bei uns so intern Abkürzung, ja, K50, weil ja. Köln 50667 brichst dir fast die Schneidezähne bei. Kommt irgendwann eine 69 bei rum und du denkst so, was? Wo? La, nee, 667, ne? Neighbor of the Beast. Resultiert alle tatsächlich, die Frage ist ganz oft, warum 50667? Ist doch die Postleitzahl. Ist die Postleitzahl von der Kunstbar, also um den Dom rum. Ja, aber ist doch auch die, ja, also quasi die Hauptkölner Postleitzahl, ne, die man so immer kennt. Ja, ja, ich komme aus 50823. Ach so. Da wird Licht. Shane. Aber jetzt wohnst du ja dann wahrscheinlich auch in Köln. Ja, seit 2 Jahren. Vorher bin ich immer getingelt. Das ist doch die Frau. Nee, wir sind jetzt alle unten. Mein Sohn, meine Frau, wir sind jetzt alle unten. Mein Sohn studiert in Köln. Und deswegen sind wir jetzt alle zusammen. Wir haben vorher noch gewartet. Den hast du mit 10 bekommen, oder wieso studiert? Nein, ich bin tatsächlich schon 43. Echt? Ja, ich bin 1974 geboren. Ich bin Weltmeisterkind. Sehr gut. Ja, meine Frau und mein Sohn sind letztes Jahr hinterhergekommen. Und wir haben jetzt ein kleines Haus außerhalb von Köln. Weil innerhalb von Köln kannst du ja Wohnungen in einem vernünftigen Größe nicht finanzieren. So, und wir wohnen jetzt
Wir wohnen in St. Augustin, ist so ein bisschen vor Ort, ist eine halbe Stunde raus. Ja, halbe Stunde raus, schöne Infrastruktur, Ruhe. Du bist irgendwie in einer halben Stunde mit dem Motorrad bin ich im Siebengebirge, in einer halben Stunde bin ich in Eifel, ich bin im Weserbergland, nee, das ist bei mir oben, im Bergischen. Und ja, du kannst halt total entspannt da. Ist sehr geil. Wirst du denn viel erkannt? Ja, schon ziemlich heftig. Wenn ich überlege, dass meine Facebook-Seite mehr Likes oder Follower hat als meine Heimatstadt Einwohner, ist das schon heftig. Ne? Ich bin ja ursprünglich Hannoveraner. Ja. Oder nein, ich bin Hannoveraner. Ne? Und irgendwie Hannover hat knapp 500.000 Einwohner und meine Facebook-Seite hat über 500.000 Follower. Also schon krass. Wow, wir haben die ganze Stadt und dann noch zusätzliche, die ausgezogen sind. Also die Studenten, die ursprünglich daherkommen, die auch noch. Ja. Ja. Wann hast du denn eigentlich mit Tattoos angefangen? Bei dir selber? 15 Tage vor meinem 18. Geburtstag habe ich tatsächlich mein erstes Tattoo gekriegt. Wurde das noch unterschrieben? Nee, da hat auch gar keiner gefragt, weil ich halt irgendwie mit 1,96 Meter in den Laden rein bin und ja, alles klar. Und dann habe ich so ein... Hast du einen Bart schon? Nee, da habe ich noch schwer mit Bart gekämpft. Das war so, musste ich aufpassen, wenn der Wind zu trocken und zu kalt war, dass mir die Barthaare weg waren. Da war nicht so. Also, mit einem trockenen Handtuch wäre es vorbei gewesen, dann wäre schon Bart weg gewesen. Bei 50667 haben doch auch einige Tattoos, ne? Ja, etliche, ne? Ja, da haben die doch, also... Wahrscheinlich auch ja, davon, sag ich mal, profitiert, dass dieser Tattoo-Trend jetzt sehr, sehr stark nochmal im Kommen ist. Also ja, auf einer Seite sicherlich das, auf der anderen Seite ist es halt so, dass halt, ja, guck dich nochmal draußen um. Also selbst meine Mutter ist tätowiert. So. Ist halt so, ne? Weil so, früher war es ein Killer, als ich irgendwie mit 18 mein erstes Tattoo hatte, hatte ich hier so einen Wolf von der untergehenden Sonne auf dem Arm. Und das war schon echt groß, weil das Handflächen groß war. Sonst war so, da war damals gerade dieser Gag mit diesen ganzen kleinen Comicfiguren, diese kleinen Teufelchen und so. Das war in den 90ern, war das richtig der Riss. Und da hatten die Mädels alle noch Delfine am Knöchel und keine Ahnung. Oder hier am Bauchnabel so ein Delfinchen, die sehen heute meistens aus alle wie Wale oder so. Das, ja. Über die Eidechsen auf der Brust, die dann Krokodile geworden sind. Boah, da waren aber auch Gurken bei, wenn man das heute sieht. Hast du dein erstes denn gecovert? Ja. Ist gecovert. Hat aber auch der Artist gemacht, der es gestochen hat, weil ich den ganzen Abend in Asia haben wollte. Ja. Und deswegen haben wir den Wolf hier oben dann weggenommen. Ja, der ist übergebracht. Da ist eine Hanya-Maske drüber. Du siehst hier oben, da oben siehst du noch ein bisschen den Rand von der Sonne. Ja. Oh. Und hier unten guckt noch so ein ganz bisschen Schattierung raus. Und hier oben war so eine untergehende Sonne. Ja. Das war aber auch so damals so, ja. Ja. Du gehst rein, Flashset, ich hätte gern das. Ja, setz dich hin, warte. Willst du ein Bier? So war gar keine Diskussion. Die haben alle mit einer Kanne gesessen, Kippe. Der Einzige, warum der mal die Jalutze zugemacht hat, weil er irgendwie ein Mädel auf der Brust oder am Arsch tätowiert hat. Und ansonsten war da alles offen, jeder hat zugeguckt, war total entspannt. Und das Doofe war, ich hatte mir eigentlich einen Wolfskopf von der Seite mit gefletschten Zähnen ausgesucht, mit Blut dran. Ich dachte, geil, das sieht cool aus, so ein Ding auf dem Arm, ne? Und dann ist der Typ vor mir dran und lässt sich das Ding auf dem Arm braten. Ich sage, das ist jetzt nicht wahr, du kannst doch nicht das... Ich sage, oh, Alter, ja, gut, beim Flashset ist das natürlich das Risiko, aber wenn man es dann genau noch sieht, dass der andere es kriegt... So, ich denke, ey, das ist jetzt kacke, jetzt brauchst du was anderes. Ah, okay, dann nimmst du den anderen Wolf. Es war klar, ich wollte unbedingt einen Wolf haben, ne? Und ja, da musste ich halt dann den mit der untergehenden Sonne nehmen, so Kopf hoch heulend, so drei Palmen, Bäume dahinter. Der so, Alter. Palmen, das wäre geil. Ach, Alter, war echt, der war lustig damals. Und dann war das Tattoo gerade fertig und mein Kumpel, mit dem ich hingefahren bin, guckt mir, geil, ne? Pff, Idiot. Das war aber echt geil. Ich hatte aber, das Ding war doch, die anderen Jungs auf der Arbeit, also ein paar hatten sie Teufelchen machen lassen, dies, das und was ich, tasmanischen Teufel und diese normalen Teufel und also Kacke. Und ich hatte die große Fresse auf der Arbeit gesagt, ich gehe heute auch zum Tätowierer, ich komme morgen mit Tätowierung. Konnte ich ja nicht rausgehen, da wieder ohne Tattoo. Habe ich da 5 Stunden im Laden gesessen und gewartet. Allerdings ist der Tätowierer ist Barry aus Hannover. Und wir sind heute immer noch super befreundet. Ich fahre da meistens nur hin, um dann mit dem zu trinken und zu quatschen. Und ja, und meine Arme, also beide Arme sind auch beide bei Barry gemacht. Also die meisten Tätowierungen, die ich habe, sind in Hannover bei Barry gemacht worden. Ja. Also von unterschiedlichen Artists, aber sind alle bei Barry gemacht worden. Also Stammladen.